Mein Name ist Benjamin Albrecht, ich bin 33 Jahre alt und bin sowohl hauptamtlich als auch ehrenamtlich beim Deutschen Roten Kreuz aktiv. Wenn du dann nach Altena fährst, wo wirklich sehr große Zerstörung war, wo wir auch im Einsatz waren und du siehst die Häuser, die zerstört sind, dann denkst du dir, oh mein Gott, das kann eigentlich nicht sein. Und das hat mich wirklich zutiefst bewegt, zu sehen, wie viel Zerstörung ein Hochwasser, eine Flut anrichten kann. Also gerade nach einer solchen Katastrophe ist es wichtig, Blut zu spenden. Nicht, weil die Menschen in Ahrweiler jetzt Blutspenden brauchen oder in der Eifel oder im Rhein-Erft-Kreis. Darum geht es nicht. Es geht wirklich darum, dass wir sagen, wir müssen die ausfallenden Termine und das, was wir geplant haben, den Krankenhäusern zur Verfügung stellen zu können, reinholen an Spenden, damit wir versorgungsfähig bleiben. Meine Arbeit macht mir Spaß, dass ich jeden Tag mit Menschen zu tun habe, die aus voller Überzeugung etwas machen, dass sie in ihrer Freizeit einen Blutspendetermin organisieren. Egal, ob es der Bereitschaftsleiter ist, der die Organisation schmeißt, oder die 70-jährige Dame, die die Lunchtüten packt und die Brötchen geschmiert hat. Jeder ist mit voller Überzeugung dabei, weil jeder und jede weiß, wir machen das, um Menschen am Ende zu helfen. Das ist es, was mich im Ehrenamt erfüllt und was mir tierischen Spaß macht, einfach zu sehen, hier sind so viele Leute um mich herum, die wirklich brennen für die Sache. Und das ist am Ende auch das, was mein Ehrenamt ausmacht, dass ich sage, ich brenne selbst für die Sache. Ich bin überzeugter Rotkreuzler. Und wenn nachts um 2 der Piepser geht und es ist ein Einsatz, dann stehe ich auf und mache das aus Liebe zu Menschen. Jeder kann aber helfen, indem er einfach spendet. Das Rote Kreuz, die Hilfsorganisationen, das Land, alle haben Spendenkonten eingerichtet. Und ich glaube, da kann man wirklich sagen, jeder Euro hilft.